Junge, kannst du vielleicht, wenn du schon in meinen Videos dabei bist und... Digga, trägst du gerade Easy-Merch? Ja. Was bist du für ein dreckiger Verräter? Klaus, meine Begrüßung, nimmst anderen Leuten Merch und trinkst zwischendrin immer meinen Strohhalm weg. Den da? Den da, genau. Ist das mein Wasser? Ja. Leute, willkommen zu einem neuen Video mit Thomas, weil kein anderer im UFO lustig ist. Eigentlich bist du es auch nicht. Aber du wolltest sagen, weil kein anderer im UFO Lust hat, aber dann wolltest du noch umschwenken und hast den Witz verkackt. Weil du der Einzige bist, der im UFO Zeit und Lust hat. Das genau. Ist richtig. Leute, wir machen heute Revi-Memes V2, denn ihr habt wieder geisteskrank lustige und unglaublich witzige... lustige Memes erstellt, wie ich jetzt reagieren werde. Thomas hat sie wieder rausgesucht und ich werde jetzt mal wieder judgen, Leute. Die Tage kommt dann nochmal ein Video, wo ich meine Lieblingsmemes vorstelle und Thomas auf meine Lieblingsmemes reagieren lasse. Denn die Memes, die ich Thomas schicke, da schüttelt er einfach nur den Kopf und sagt, verstehe ich nicht. Ist mir zu intelligent. Ja, das ist Meta-Ebene, weißt du. Das ist bei diesen Memes nicht der Fall, denn die Leute, die diese Memes gemacht haben, können meistens nicht bis 10 zählen. Meine Community, Shoutout an euch. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Screenshot, Leute, und schauen mal, was da drin ist. Ach Gottes Willen, ich liebe diesen repetitiven Content. Weißt du, immer das Gleiche machen, bis die Leute es nicht mehr sehen wollen. Fangen wir an mit Nummer 1. Wollen wir jetzt ein schönes Wochenende machen? Klar, dann sehen wir uns Montag. Ja, gut. Revin-Meme, auf jeden Fall von 2016. Ist schon was älter. Thomas, wie lange hast du dafür gesucht? Ich habe echt eine Stunde gesucht, um diese 17 Dinge zusammen. Macht mehr Memes, die witzig sind! Auf geht's, Leute! Das ist meine Ansage an euch. Ich will die gesamte verdammte Endzeit-Community nun dazu aufrufen, dass gemeinsam Memes erstellt werden und zusammen wird wieder gelacht, denn zusammen sind wir lustig und cool. Halt's Maul, Thomas. Also, ja, Denas Blick passt ganz gut. Von der Mimik her ist es echt perfekt. Ich weiß nicht, ist das hier, ist das ein Fleck auf meinem Bildschirm? Das ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Okay, ich dachte gerade schon. Ja, mein Gesichtsausdruck spricht da auf jeden Fall Wände. Kann man drüber kichern, auf jeden Fall. Wenn man kurz im Auto bleibt und das Lied zu Ende zu hören, kriegt man sofort Probleme. Revi 4.0. Junge, Digga, dieses Bild dazu mit der Mütze. Ich bin echt der Notarzt mit meiner Mütze. Ganz ehrlich, ich würde mir diesen Bart gerne nochmal wachsen lassen, ne? Ich hätte nochmal richtig Bock darauf, Leute. Richtig Bock. Ne, komm, dann verlassen hättest mich alle wirklich? Leute in meinem Fandest Leben. Du das cool? Geil. Mann, dieser Bart sah so scheiße aus, Alter. Ich war mir dessen vollkommen bewusst, aber letztendlich finde ich es trotzdem cool, dass ich es gemacht habe. Kann man auf jeden Fall feiern, ne? Gerade das obere Bild. Extrem lustig. Extrem, extrem. Ja, extrem. Extrem, extrem. Wie mache ich hier? Hallo, ich will hier weiter nach vorne. Kann ich. Glaub, ah, okay, gut. Ich habe auch eine Tastatur. Alles klar, nächstes Meme. 380p, 720p, 4K Ultra HD. Felgendüse, ja. Sorry, was geht, Alter? Ja, auf jeden Fall. Geil, auch gerade mit den gelben Haaren auf jeden Fall am Start. Der Boy-Mann kennt ihn. Kommt sogar ganz gut hin. Ich glaube, ich muss mich echt nochmal rasieren, Alter. Was geht hier ab, Alter? Mir fällt es gerade echt wieder auf. Komm, aber, guck mal, Felgendüse direkt ein Bild geklaut von Tuberbook. Tatsächlich. Ja. Digga, er hat einfach reingebildet. Digga, Felgendüse, schäm dich was, Mann. Schäm dich was, Amena. Wenn Revi ein neues Video hochlädt. Hä, ist das da Patrick Star in meinem Mund? Was? Nein, das ist eine Sonnenbrille und das bist auch nochmal du. Hä? Hä, wie ist das? Warte mal. Hab ich dieses Bild gemacht oder wer? Wer hat dieses Bild erstellt? Wie sehe ich da aus? Was zum Teufel? Ich habe das Gefühl, als hätte ich das selber gemacht, glaube ich sogar. Ich glaube, du sowas könntest. Ich glaube, ich habe das selber mal im YouTuber Photoshoppen gemacht, Alter. Was geht ab? Ja, geil, Revin Girl. Da freue ich mich auf jeden Fall auch und schrei auch erstmal Revos Videos. Grumpy Unicorn Cat, ja. Yo, Revo, Alter. Digga, krass. Bitte nicht mehr hauen, okay? Sonst wirst du gefeiert. So, es reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ziege. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Ist das unreif und unlustig. Oh Mann, Alter. Ja, Fokus Revinzeit. Respekt auf jeden Fall. Das sind halt alles Kanäle, die wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr existieren. Posten die überhaupt noch was, diese Leute? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Es gibt so viele Fanseiten, die einfach nur 3 Memes oder so hochladen und dann einfach aufhören. Ja, weil ich wahrscheinlich nie auf Instagram aktiv bin und like. Hey, mein letztes Instagram-Bild ist 2 Wochen her. Tja, folgt mir auf Instagram, um einen leeren Feed zu sehen. Also, ja, auf jeden Fall müsste ich vielleicht mal wieder anfangen, mehr Sachen zu liken. Extrem lustig, definitiv. Der Wortwitz ist da. Wenn es wichtig war, würde ich schon zurückrufen. Sebastian, Junge, Alter, ist das dumm, Alter. Es fehlt nur noch diese witzige Mütze. Oh mein Gott, da sehen meine Haare echt wieder fresh aus hier. Ne? Das sieht gerade echt nicht so gut. Ich glaube, ich muss zum Friseur, Leute. Ich sollte wieder... Ach ja, ich soll auf die Memes reagieren, nicht auf meine eigenen Haare, oder? Ja, richtig. Ja, keine Ahnung. Kann ich auf jeden Fall teilen, die Ansicht. Gerade als Notruf, meine Freunde, kann ich das auf jeden Fall teilen. Ich habe viel in der Notrufzentrale verbracht, weil ich im Suff mein Genital irgendwo festgeklemmt habe. Reden wir nicht weiter drüber, weiter geht's. Findet ihr, wenn ich vorfolge, auch mal zu recht, ja.
Ich hab da irgendwie gelacht, eigentlich jetzt so im Nachhinein ist Mann, das Leben Alter. Schon ziemlich kacke, ne? Und nichts für Revi, setzt du einen drauf mit, ich nehme C, Banane. Och Leute, Mann, Alter, und es gibt 300 Leute, die das feiern, ich feiere euch, Alter. Team Inside, was geht ab? Respekt auf jeden Fall für dieses Meme. Aber das bei diesen Fernsehfragen wirklich immer so, ne? Ist echt so, das ist... Digga, bei Punkt Mode. 12 oder sowas, Alter, wenn dann die Frage kommt, wie ist unsere Sendung? Punkt 12, Punkt 12,5, Alter. Ja, natürlich weiß ja, man das. Aber das machen die, damit irgendwelche Leute anrufen. Aber die Leute, die da anrufen, zahlen 20.000 Euro pro Minute und dann ist gut. Ja, soll ich eigentlich auch mal machen, Leute. Fantelefon, kommt nächste Woche, 20.000 Euro die Minute. Was geht? Ich werde nie verstehen, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat da ein Gewehr. Dieser Blick dazu. Die Mimik. Junge, ich finde es so krass witzig, dass ihr immer wieder neue Sachen findet, wo diese Mimik einfach komplett passt, Digga. Man hat doch ein Gewehr. So richtig apathisch, geisteskrank in die Kamera gucken. Man hat doch ein Gewehr. Ja, man kennt es, Leute. Natürlich, gerade beim Biathlon kann man das Gewehr, selbst wenn es leer geschossen ist, noch werfen. Oder wahlweise den Leuten einfach zwischen die Skier werfen. Also auf jeden Fall eine geile Sache. Kann ich nur empfehlen. Auch immer auf der Piste gemacht. Deshalb sind wir aus Ischgl rausgeflogen. Nächstes Meme. Groß ist ein roter Klimawandel. Mein was für ein... auch nachgemacht hast. Rosen sind rot, der Glühwein war heiß, Zunge verbrannt, was für ein Life. Geil, das feiere ich, das finde ich richtig gut, Mann, das finde ich richtig witzig, Alter. Zunge verbrannt, was für ein Life. Ja, auf jeden Fall nice, auch wenn es ein Repost ist, Revi Fandom, beste Page, checkt sie auf jeden Fall mal aus. Extrem Respekt für diesen Lachkick, vielen, vielen Dank, Mann. Ab heute streichen wir alle Flachsitze, okay, welche... Oh mein Gott, Alter, das sind diese Momente, wo ich einfach in mich gehe und manchmal, es ist nicht immer einfach, als YouTuber vor der Kamera zu sitzen, aber dann zu sehen, was man mit Leuten macht. Und wer ist Fabian? Warum stinkt Fabian? Was hat Fabian dir getan? Ronian denkt mit 4 Worten. Warte, jetzt pass auf. Kurze Erklärung. Okay. Jetzt habe ich mir 3 witzige Kommentare rausgesucht. Ja. Und die kannst du jetzt einfach weiterblättern. Pass auf. Okay. Ronian denkt mit 4 Worten. Einmal, deine Schwester ist geiler. Alter, ist der klein. Fick dich doch. So flach! Die anderen beiden sind ja irgendwie noch in dem Kontext, Alter, aber einfach fick dich, du! Stellt euch mal bitte vor, Leute, ihr geht auf ein gottverdammtes Date, ja? Trefft diesen wunderschönen Traumtypen über den Dächern von London, ja? Und er kommt einfach an und sagt, fick dich, du Hure! Er hat diesen britischen, amerikanischen Akzent, ganz wichtig, ganz wichtig. Weiter geht's. Wo waren sie gestern zwischen 19 und 20 Uhr im Bett? Zeugen? Nee, hat nicht geklappt. Dieser Blick dazu. Nee, hat nicht geklappt. Verstehst ja, Leute, du das? Ja, weil ich keinen Sex bekomme, weil niemand mit mir Bett legen will. Weil du halt nicht gezeugt hast. Ach so. Ja. Oh. Ja, gut. Der kickt jetzt gleich aus. Warte, pass auf. Wie alt ist deine Freundin? 42? Ja, könnte Mutter sein. Stimmt, ist aber deine. Bitte, aber... Das Bild dazu! Stimmt, ist aber deine! Seite, ganz witzig nochmal. Diese Seite werde ich... Was war das? Ich wäre jetzt wieder bereit für was Festes. Sebastian hat seit 3 Tagen durch. Oh Mann, Alter, diese Flachwitze. Ich überlege gerade, was für ein Pulli ich da an habe. Ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen. Und das ist von 2016. Wo kommen eigentlich meine ganzen Klamotten hin? Ich glaube immer, die klaut irgendwer. Thomas, welche Vögel können ich hören? Die Taube. Oh Mann, Alter, diese Stumpfhaftigkeit. Kann es sein, dass mir jemand da netterweise sogar die Pickel aus dem Gesicht gefotoshoppt hat? Nee, doch nicht. Gut, lassen wir das einfach. Machen wir einfach weiter und schauen einfach dann aufs nächste Meme. Dieser Moment, wenn du merkst, dass deine Fans dumm sind. Hey Leute, OMG gerade das Video gesehen musste. Ja, das war ein Screenshot aus dem letzten Memes. Oh, der Bullitte. Hast du schon verdrängt, oder? Nee, ich erinnere mich, aber ich verstehe jetzt. Ja, weil wir realisiert haben, guck mal unsere Gesichter. Wir haben realisiert, dass die Meme-Ersteller dumm sind. Weil, okay, nächstes Bild. Du schaffst es. Ach, waren das alle? Das war's. Ja. 13 Minuten, Leute. Geile Zeit. Also, ich würde sagen, ihr seid wieder jetzt gefragt, Leute. Geht auf jeden Fall hin. Erstellt wieder richtig geile Revi-Memes. Wie gesagt, ich bin auch gerade an dem Forum dran. Wir arbeiten gerade gemeinsam an einem kleinen Forum, wo auf jeden Fall ähnlich wie bei Reddit. Leute, habt ihr Reddit? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr Reddit habt, weil das würde mir eine Menge Arbeit ersparen. Lasst uns ein eigenes Reddit aufmachen für mich und meine Community. Dann könnt ihr da mal Sachen posten, die mich zum Lachen und Kichern bringen. By the way, gibt die Tage nochmal eine Community-Challenge. In dem Meme-Video achtet auf jeden Fall drauf. Ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen an euch als Aufgabe stellen. Und diese Aufgabe müsst ihr dann erfüllen. Da gibt es auf jeden Fall wieder ein lustiges Video drüber. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, bei Thomas vorbeiguckt. Auch wenn es sich nicht lohnt, weil der Typ ist komplett gaga im Schädel. Und
Thomas, seien wir doch ehrlich, du lässt den ganzen kreativen Shit bei mir und bei dir auf den Videos kommt nur Kacke bei rum. Ich bin komplett ausgebrannt bei meinen Videos. Alles klar, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall heute Abend um 18.30 Uhr mal Livestream vorbei, Leute. Und ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Haut da rein. Der von dem Haters, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.